So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Teil 3 der Mysterie-Reihe, Teil 2 aber der Häkel-Videos. Das heißt, wir hatten jetzt schon den Begrüßungstext, Teil 1, die Blätter, Teil 2 und das wird Teil 3, aber Teil 2, wo wir jetzt häkeln. So, wir brauchen heute die Schere, die Nadel, unsere Häkelnadel Nummer 2, Maschenmarkierer, ein bisschen Füllwatte, Gelb und Grün. Heute wird es richtig umständlich, wie ihr seht, heute viele Materialien. Spaß beiseite, umständlich wird es nicht, aber wir brauchen heute mal einiges. So, die Füllwatte kann erstmal zur Seite, Nadel und Schere auch. Wir beginnen mit Gelb. Eine Anfangsschlaufe. Ja, den grünen Faden habe ich mir hier schon bereitgelegt, weil wir brauchen wir auch gleich. Wir häkeln als allererstes 4 Luftmaschen und schließen die 4 Luftmaschen mit einer Kettmasche in die allererste Masche zum Ring. In diesen kleinen Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen, so kommen wir dann auf 12 Maschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Wir setzen unseren Maschenmarkierer ein. Jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite Masche 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche. Dann 2, 1, dann 2. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche, dann noch jede vierte. Und wenn wir jede fünfte Masche verdoppelt haben, dann sehen wir uns gleich wieder. So, so sieht unser Teller jetzt nach 5 Verdopplungen aus. So, von der anderen Seite. So, jetzt. Die letzte Runde machen wir zusammen. Jetzt verdoppeln wir jede sechste Masche. Also in die ersten 5 jeweils eine feste Masche. Das war schon die 3. 4. 5. Und die sechste verdoppeln. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5
und die 6 verdoppeln. 1, 2, 4, 5, 6, die verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, verdoppeln. 1, na komm, 2, 3, 4, 5 Maschenmarkierer raus und die letzte Masche verdoppeln. Und Markierer wieder rein. So, jetzt machen wir 3 Runden in jede Masche eine feste Masche. So, meine Lieben, unsere 3 Runden habe ich gemacht. Wir wechseln jetzt auf Grün. Um das jetzt schön zu wechseln, stechen wir in die nächste Masche ein, holen nochmal den gelben Faden, dass wir 2 Schlaufen auf Gelb haben, schnappen uns jetzt den Grünen und ziehen den Grünen durch beide Schlaufen durch und schon haben wir einen wunderschönen Übergang. Also wie ihr seht, ganz einfach. Anfangsfaden lasse ich hängen, den vernähen wir dann und jetzt geht's mit Grün weiter. Und wie ihr seht, ein sehr, sehr schöner Übergang. So, jetzt machen wir noch mal 2 Runden in Grün. In jede Masche eine feste Masche. Den gelben Faden könnt ihr dann auch schon kürzen. Die 2 Reihen sind gesetzt. Wir setzen uns den Maschenmarkierer. Und wir häkeln jetzt jede 6. und 7. Masche zusammen. Allerdings stechen wir nicht das gesamte Maschenglied ein, sondern nur durchs Äußere. Das Maschenglied, was uns anguckt, ist das Innere, das, was uns nicht anschaut, ist das Äußere. Und wir häkeln jetzt nur durch das äußere Maschenglied. 1, 2, 3, 4, 5. So, und die 6 und die 7 jetzt zusammen. Dafür steche ich in die 6 ein, hol mir den Faden. Und steche in die 7 ein, hol mir den Faden. Habe 3 Schlaufen, hol mir den Faden, gehe durch alle 3 Schlaufen durch. Und wieder. 1, 2, 3.
3, 4, 5 und die 6 und die 7 zusammen. So, und die letzte Abnahme, zumindest für diese Runde. Jetzt wenden wir das Ganze, so dass wir die schöne Seite außen haben. Maschenmarkiere wieder rein. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Kante gehäkelt. In der nächsten Runde häkeln wir jetzt jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche, zwei, drei und die vier und die fünf zusammen. Dafür stechen wir jetzt in das vordere Maschenglied ein, das was uns anschaut, und maschen so ab. Und wieder. 1, 2, 3 und bei der 4 nur in das vordere Maschenglied Faden holen und bei der 5 in das vordere Maschenglied Faden holen und durch alles durch. 1, 2, 3 und durch die 4 und die 5 und abgemascht. Zwei, drei, vier und fünf und abgemascht. Vier und fünf. Es geht jetzt diesmal zwar nicht ganz auf, weil wir haben eine Abmaschreihe ausgelassen, aber das muss auch so sein, weil wir müssen jetzt hier relativ zügig zugehen. Und in die letzte Masche dann nun eine normale feste Masche rein. So, wie ihr seht, jetzt stülpt sich das Ganze schon recht stark nach innen und genau das brauchen wir jetzt auch. Jetzt häkeln wir in die erste und in die zweite jeweils eine normale feste Masche und die drei und die vier maschen wir in dieser Runde zusammen ab. So, und wieder. Eins, zwei. Und die 3 und die 4. Nach dieser Runde wird das Ganze ausgestopft. Richtig schön kräftig ausgestopft. Die Fädchen hier am besten dann schon verknotet, dass hier nichts mehr aufgeht, weil wir haben grün ja jetzt einfach nur angelegt. Deswegen setzt hier wirklich mal 2-3 Knötchen, dass das gut hält. Die Fäden könnt ihr dran lassen, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch abschneiden, weil die sind dann sowieso innen, die sieht da eh keiner mehr. So, ich kürze sie ein bisschen, aber ich lasse sie stehen.
krempel das Ganze wieder nach innen und schon sind sie weg. Also jetzt in dieser Runde jede 3 und 4 zusammen. Dann würde ich schon ausstopfen. In der nächsten Runde jede 2 und 3 zusammen und danach in der Runde jede Masche miteinander. Aber in der Runde, wo wir jede Masche miteinander machen, sehen wir uns wieder, weil die machen wir zusammen. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir in die letzte Abnahmenreihe. Wie ihr seht, ich habe schon ausgestopft. Das ist jetzt hier richtig schön prall und dick. Hier habe ich ganz viel Stopfwatte reingefüllt. So, in der nächsten, also jetzt in dieser Runde, maschen wir jede Masche miteinander ab. Das heißt, wir stechen gleich in die erste Masche, ins vordere Maschenglied, tun uns den Faden und in die zweite. Faden holen, 3 Schlaufen, abgemascht. In die dritte, ins vordere Maschenglied und in die 4. Faden holen und abgemascht. In die 5 und 6 und abgemascht. Ja, hier wird das Ganze jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal straff. Ja, die Reihe ist ein bisschen blöd, aber lässt sich auch noch häkeln. Gerade weil das Ganze hier ein bisschen straff wird, dadurch, dass wir schon so gut ausgestopft haben. Da rein. Und stellen die Störtermaschenmarkierer. So. Wenn ihr hier übrigens in der letzten Reihe das gesamte Maschenglied erwischt, ist das überhaupt nicht dramatisch. So, Maschenmarkierer raus. Und die letzten beiden Maschen miteinander abgemascht. Ja, hatte ich jetzt beide. Dadurch und dadurch. Faden holen und durch. So, Faden abschneiden, durchziehen. Auf die Nadel. Jetzt gehen wir im Zickzack durch unsere Maschen durch. Wir haben ja jetzt hier noch diesen einen Ring und da gehen wir jetzt einfach im Zickzack mit unserer Nadel immer durch die Maschen durch. Ziehen das Ganze ein bisschen straff, schon schließt sich das Bildchen. Jetzt vernähen wir. Achtet dabei darauf, hier unten keinen Knubbel zu erzeugen, sondern wirklich, dass es hier unten schön glatt bleibt. So, Faden abschneiden und fertig sind wir mit diesem Teil. Das hier ist das nächste. Also haben wir jetzt 3 wunderschöne Blätter und ein grün-gelbes Bällchen. So, meine Lieben, dieser Teil ist fertig. Das war jetzt ungefähr eine Häkelzeit von, sagen wir mal, so circa 30 Minuten. Länger war das jetzt bestimmt nicht. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachhäkeln und wir sehen uns dann nächste Woche zu Teil 4. Bis dahin!